von der nee, Qualität kann ich auch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja doch, hier sag ich jetzt mal, können nur vier Töne. Gleichzeitig abgespielt werden. Aber bei sich auf dem Game Boy Advance oder so geht es dann mit 8 Tönen gleichzeitig. Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Aber ist das so, dass sich. Oder bleibt die Musik immer so? Also hat die sich noch nie geändert? Könnte ich auch gleich mal bei YouTube gucken, aber vergesse ich wahrscheinlich. Och, Alex, hör mal auf, so schnell zum Level. Licht aus. Wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Okay. Dann werden wir jetzt hier auch fertig. Gehen wir noch ein Dings nach unten. Oh, das ist so riesig. Item? Kein Item. Und die Tür klingelt und das heißt, dass gleich wahrscheinlich mein Onkel hier reinspazieren wird. Ich habe jetzt schon wieder einen Hals. Wie viele fucking Stockwerke hat das denn? Alter. Auf. So, und wieder rein. Aber ich gehe da jetzt ein bisschen anders vor. So benutze ich jetzt immer die Treppen. Damit ich ungefähr weiß, wo ich bin. Und dann am Ende, wenn ich dann normal die normalen Stockwerke so durch habe, kann ich dann auch mal die Teleporter benutzen. Okay, hier waren wir ja schon. So. Hier waren wir noch nicht. Und da ist ein Item und ein Teleporter. Hör endlich auf, uns zu nerven. Nö. Oh. Ah, warte mal. Radikal. Da müsste doch eigentlich hier der Christoph was reißen können. Das war Energiefokus. Gut, dass ich das nicht genommen habe. Kann der Christoph sich zum Glurak entwickeln? Oder muss ich dafür irgendeinen Stein benutzen? Oder muss man das tauschen? Ja, aber das müsste sich eigentlich von allein entwickeln, weil ich habe es ja von jemand anderem bekommen. Oder? Ach, hör mal auf mit der Kack-Hyperzahn. Ja genau, könnt ihr mir mal sagen, ob sich hier Glutexo selbst entwickelt in Glurak. Es wäre mega cool, wenn ich einen Glurak hätte. Das erreicht Level 29, das läuft ja super. Hypno? Was ist denn Hypno? Warte mal, Hypno ist doch dieses... Oh, wie heißen denn diese... Menschen, die so tun, als ob sie so Glasscheiben. Irgendwas mit M. Meme.
keine Ahnung. Ist das das? Nee. Was habe ich denn da im Kopf gehabt? Keine Ahnung, aber das hier brennt bestimmt auch gut. Nö. Fuck! Mann, ey, mein Gehirn ist so... Also heute merke ich das extrem, dass es extrem kaputt ist. Hypno. Hier, Dennis, reißt, kannst du dem da ein bisschen die Hölle heiß machen? Ja, Hypnose hat ja keine Wirkung, Schnuckli. Auch nicht so gut. Mem, Mim, Mi, halt, halt! Nicht! Ja. Mem, ich bin immer noch dran. Mann, wie heißt das? Die haben, also meistens haben sie so schwarze enge Klamotten an und haben dann so weiße Hände und ein weißes Gesicht geschminktes und dann machen die so, als so scheibenmäßig, als ob die in so einer eingeschlossen wären. So hinter Wänden, die man nicht sieht. Oh, 100 Pro ist das irgendwas mit M am Anfang. Fuck, ey. Scheiße. Oh Mann, mein Gehirn ist so kaputt. Das Pokémon hat bestimmt so in dem Namen so das, was die machen. Ich gebe auf. Ja, ich gebe auch langsam auf. Okay. Und hier? Auch ein Teleporter. Das heißt, wir haben dann noch die eine Person. Du siehst mir nicht ganz koscher aus, Freundchen. Oh, guck mal hier, der... Was ist los mit dir? Ich arbeite für die Silvco. Was soll ich bloß machen? Wie? Okay, was sagen denn unsere Pokémon? Könnte man noch ein Dings mitmachen? Halt so Gestikulierer. So nenne ich die jetzt einfach. Eindringling gesichtet. Fuck. Rettern, genau, das ist von Arbok. Die Vor-Dings. Boah, mir geht mein Gehirn gerade so tierisch auf den Sack, ne? Fällt sich ein. Oh, das nervt mich so.
nicht selbst machen. Dankeschön. Oh, das war gerade irgendwie ein ziemlicher Fiebton. Oh, Dragosso. Ja, bitte. Auf Alex. Das war ganz gut. Wer oder was bist du, hast es gefragt. Ich bin der Überking. Hier war ich schon, oder? Nee. Team Rocket hat die Kontrolle über Sylph Co. übernommen. Jo. Das ist mir schon so langsam aufgefallen. Ein Macholo Macholo Macholo. Alex. Obwohl, ich glaube, Shen könnte damit Konfusion auch was reißen. Ach so, habt ihr schon mal Oh Gott, wie heißt Mann, ich habe da am Anfang noch von erzählt, wie das Spiel heißt. Und dass ich mir da nachher was lade und so. Beat Hazard, genau. Habt ihr das schon mal für die PlayStation 3 gespielt? Wenn ja, ist da die Tonqualität von den selbst hochgeladenen, in Anführungszeichen hochgeladenen Musikliederstücken auch so beschissen? Nö. Traumato. Fimmelgesicht. 3000. Ach Mann, warum hast du den nicht direkt... Nicht Giftwolke, nicht Rumpup. Warte mal. Traumato ist ein Tapir. Das sehe ich ja jetzt erst. Traumato ist kein Pimmelgesicht. Ich liebe Traumato. Ich habe es zwar jetzt getötet, aber... Ich liebe Tapirs. Ah, und auf dem Weg zur Schule, bei mir hier ganz in der Nähe, da gibt es so eine mini-kleine, also es ist keine mini-kleine Weide, was ist im Gegensatz zu anderen Weiden, ist die relativ klein, da sind immer nur drei Kälbchen drauf. Nee, ich gehe runter. Ah, warte mal, da ist doch ein Aufzug. Und, da war gestern jemand, anscheinend die Person, dem die Kühe gehört haben, oder gehören. Und ich wäre so gerne da stehen geblieben. Und hätte gefragt, ob ich die mal streicheln kann oder so, aber ich habe mich schon wieder nicht getraut. Mann, jo. Weil der denkt sich dann bestimmt auch, warum ich nicht streicheln will und so, ob ich irgendwie einen komischen Fetisch habe oder sowas, keine Ahnung. Ein Kuhfetisch. Aber ich habe noch nie eine Kuh gestreichelt. Ich würde so gerne mal eine Kuh streicheln, aber irgendwie, entweder haben die Angst vor mir oder die kommen halt erst gar nicht an diesen Zaun dran, weil die total uninteressiert an mir sind. Dafür fahre ich bald wieder in den Wildpark und kann wieder Ziegen streicheln und füttern. Ich liebe es, Ziegen zu füttern und zu streicheln. Ich finde auch die Augen von denen so geil. Stehe ich voll drauf. Auf die Augen von denen.